Du kennst das vielleicht. Du hast eine hübsche Frau auf Tinder oder irgendwo im echten Leben kennengelernt, ihr versteht euch und tauscht Nummern aus. Du magst sie und freust dich richtig, dass sie jetzt miteinander schreibt. Aber mit der Zeit antwortet sie dir immer seltener und seltener und ihre Antworten werden immer kürzer und kürzer. Deine Telefonnummern führen einfach nicht zu Dates. Keine Sorge, so geht es ganz vielen Männern. Der häufigste Grund ist, dass du das aufgebaute Interesse, das sie an dir hatte, durch WhatsApp oder unbeholfene Telefonate mit der Zeit leider wieder kaputt machst. Du wirst in diesem Video erfahren, welche Fehler die meisten Männer beim Schreiben mit einer Frau machen und was du genau tun solltest, um diese Frau auf ein richtig cooles Date mit dir zu bekommen. Mein Name ist Andy Friday und auf diesem Kanal lernst du alles über das Flirten, der Verführung und der Erschaffung wunderschöner Romanzen. Du erfährst jetzt die 4 Regeln für attraktives und date-garantierendes Schreiben, damit das Ganze nie wieder in irgendeinem Bla-Bla-Bla-Bla-Land versinkt. Fangen wir an! Erstens, das häufigste Problem ist, die Gespräche werden leider langweilig. Frag sie nicht nach ihrem Tag oder wie es ihr geht. Das machen vermutlich alle ihre Freunde, ihre Familie und sowieso schon die Kerle, die sie die ganze Zeit versuchen, auf ein Date zu bekommen. Beim Schreiben geht es um 2 Dinge. Erstens, abzuklären, wann und wo ihr euch endlich wiedersehen könnt. Und zweitens, die Aufregung und das anfängliche Prickeln, das sie hatte, als sie dich kennengelernt hat, auch aufrechtzuerhalten. Es geht nicht um einen faktenbasierten Informationsaustausch, sondern um den Austausch von Emotionen. Also stell ihr jetzt schon Fragen, die du ihr auch auf einem Date stellen würdest. Fragen, die ihren Charakter betreffen, ihre Träume, ihre Wünsche, vielleicht sogar ihre Ängste. Wenn du mit ihr in die Tiefe gehen möchtest, dann ist grundsätzlich immer der richtige Zeitpunkt dafür. Wenn du genau wissen möchtest, wie du das anstellen kannst, habe ich dir dazu eine Playlist erstellt. Zweitens, die Grundregel lautet, schreibe nicht mehr als sie. Wie oft habe ich es leider schon erlebt, dass eine Freundin mir eine Chatunterhaltung gezeigt hat mit einem Kerl, den sie kennengelernt hat, den sie super süß fand, aber der ihr irgendwann einfach zu anhänglich wurde. Dasselbe sehe ich auch bei Männern, die sich mit mir im Erstgespräch auf ein Coaching bewerben und die zeigen mir dann solche Screenshots. Ich weiß, es kann am Anfang schwierig sein, aber zwinge dich dazu, dass deine Antworten kürzer sind als ihre. Was ist das dahinterliegende Prinzip? Ganz einfach. Du hast ein Leben außerhalb dieser anfänglichen Beziehung. Du hast Freunde, du hast Hobbys, du hast Spaß in deinem Leben und du sitzt nicht die ganze Zeit vor deinem Handy und wartest darauf, dass sie dir antwortet. Dementsprechend antworte ihr auch nicht sofort, wenn sie dir schreibt. Lass dir ruhig ein wenig Zeit, mach nochmal etwas, lies nochmal ein paar Seiten in deinem Buch oder rühr nochmal die Suppe um, bevor du das Handy in die Hand nimmst, um ihr zu antworten. Wenn eine Frau nämlich in deine Nachrichten Anhänglichkeit rein interpretiert, wirst du leider keine Chance mehr haben. Und damit sind wir bei dem Punkt, über den ich jedes Mal rede, nämlich emotionaler Unabhängigkeit. Wenn du diese meisterst, wenn du ein Mann wirst, der unabhängig und attraktiv mit Frauen umgehen möchte, dann abonniere auf jeden Fall diesen Kanal und klicke auf die Glocke, damit du auch wirklich benachrichtigt wirst, wenn das nächste Video rauskommt. Und damit kommen wir zur 3. Regel, die super wichtig ist. Hab keine Erwartungen. Es ist wichtig, dass du keine Erwartungen an sie hast. Wenn sie mal nicht antwortet, dann hat das bestimmt seinen guten Grund. Geh nicht immer gleich vom Schlimmsten aus. Lass ihr ruhig ihre Zeit, die sie braucht. Sieh das Ganze so. Es macht keinen Sinn, einen Baum zu pflanzen und dann jeden Tag an den Grashalm zu ziehen. Damit du Frauen noch besser verstehst, ein kleiner Exkurs ins Vertrauensparadox. Deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dieses Videos dran. Denn die 4. Regel, damit eine Frau dich auch auf einem Date trifft, die kommt erst noch. Also stell dir vor, du hast 50 potenzielle Bewerber, die alle in deinem Handy um deine Aufmerksamkeit buhlen. Wenn wir von Tinder sprechen, dann sind es sogar noch mehr. Manche findest du interessant, anderen stehst du offen gegenüber, aber keiner haut dich wirklich vom Hocker. Und dann gibt es ja noch die Personen, die du in deinem Umfeld kennst. Deine Exes, die eine Affäre aus dem Büro, der süße Urlaubsflirt, der demnächst wieder in deiner Stadt ist. All diese Männer warten zusätzlich darauf, sich mit dir zu treffen. Und dann hast du noch dieselben Verpflichtungen, die du aktuell hast. Beruf, Familie, Freunde, Verein, Job. Alle wollen deine Aufmerksamkeit. Das ist das Leben einer Durchschnittsfrau. Und dann haben wir noch gar nicht über die ganzen Ängste gesprochen, die eine Frau bei all diesen Kerlen hat. Eine Frau muss extrem sortieren und vorsichtig sein, denn nur eine falsche Entscheidung kann für ihr ganzes Leben lang Konsequenzen mit sich tragen. Wenn ihr ein Mann gefällt und in einer heißen Nacht ein Unfall passiert, naja, er ist dann über alle Berge, aber sie hat dann vielleicht ein Kind. Und dann haben wir auch noch das Thema Hormone. Stell dir vor, du hast einmal im Monat absolute Lust auf Sex, dann wieder gar keine Lust. Dann bist du total euphorisch, dann bist du todtraurig, dann kriegst du absolute Krämpfe und weißt nicht, wohin mit dir. Das ist normal für eine Frau.
Das Leben einer Frau ist nicht ganz easy. Ein erwachsener Mann, der versteht das und geht mit dir einfühlsam und führend um, damit sie in deiner Gegenwart einfach ein Stückchen Frieden spüren kann. Ein Stückchen Sicherheit, ein Stückchen Abenteuer und ein Hauch von intelligent platzierter sexueller Begierde. Das ist das Vertrauensparadox. Sie will dir vertrauen. Also mach es ihr einfacher, indem du dich an diese vier Regeln hältst. Die vierte Regel, und an die halten sich die wenigsten Männer. Mach das verdammte Date klar. Schreib ihr nach 2-3 Tagen spätestens: Hey, wie sieht dein Terminkalender diese Woche aus? Okay, ich habe Mittwochabend oder Sonntagnachmittag Zeit. Pass auf, dann hole ich dich in der Innenstadt bei Statue X ab. Wir gehen ein wenig spazieren und vielleicht zeige ich dir dann noch meine Lieblings-Jazzbar. Ansonsten verliert ihr euch im Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Land. Und trefft euch vielleicht nie. Vergiss nicht, dass sie auf ein Abenteuer mit dir mitgenommen werden möchte. Also lad sie auch auf eins ein. Wenn du sehen willst, wie einfach das in Person sogar gehen kann, dann zeige ich es dir live. Und zwar in diesem Video.